Ja, Apple CarPlay, aber wie geht das bei älteren Autos? Ganz einfach. Nachrüsten. Ja, Leute, damit herzlich willkommen hier bei mir Apple Care. Ich habe heute ein echt cooles Produkt, das wir testen werden. Und zwar ist das, es wird beschrieben als tragbares Autoradio mit Apple CarPlay und Android Auto, alles wireless zum Nachrüsten für jedes Fahrzeug. Klingt echt cool, schauen wir uns heute mal an. Also, das ist von CarPureIDE das 9 Zoll große Wireless Apple CarPlay und Android Auto Nachrüstkit mit Display 9 Zoll groß. Bietet wie gesagt kabellose Übertragung. Das heißt, ihr müsst hier nicht erst euer Smartphone mit dem Käbelchen anschließen, sondern geht alles per Bluetooth. Das ist besonders cool, denn bei meinem Auto muss ich leider noch ein Kabel anschließen. Und wir haben ein großes Display, 9 Zoll IPS. Und das ist natürlich auch ein Touchscreen. So schaut das Gerätchen aus. Da sieht man mich auch mal hinten drin oder in der Spiegelung. Hier ist noch eine Displayfolie drauf. Die lasse ich mal für ein Momentchen noch drauf zur Sicherheit. Hinten sehen wir, hier werden dann die Halterungen befestigt. Zwei sollten dabei sein. Einmal so ein Saugnapf und einmal was zum aufs Armaturenbrett stellen. Wir können hier auch irgendwo eine, ja genau, hier kann man es schön sehen, eine TF-Karte, also eine Micro-SD-Karte, so rum, dann sieht man die Schrift auch, hier reinpacken. Das ist cool. Wir haben hier den 12-Volt-Stromanschluss. Wir haben einen USB-Anschluss. Man kann natürlich auch über USB machen. AV-Out, Cam-In. Das ist cool. Wenn ihr eine Rückfahrkamera noch nachrüstet, könnt ihr hier eure Rückfahrkamera anschließen, denn ihr habt ja hier einen schönen großen Monitor, wo man das dann auch sehen kann. Also dafür gibt es hier Cam-In. Dann gibt es hier noch einen Mikrofoneingang. Und das war's. Wir schauen einmal ganz flott rum. Hier ist nichts. Hier oben, da ist der Einschalt- und Power-Button. Okay, soweit so gut. Was steckt denn hier noch alles drin? Wir haben ein, ja, Klinkekabel 3,5 auf 3,5 mm. Einmal. Dann hätten wir hier, das ist wohl ja das Hauptstromkabel, ne, ist so ein Käbelchen. Das geht in den Monitor, das in euren Zigarettenanzünder im Auto und dann ist die Stromversorgung auch schon geregelt. Also, das sollte doch wirklich überall passen. Was gibt es hier noch? Ach, das ist der Standfuß, womit man das Teil dann auf das Dashboard, also aufs Armaturenbrett stellen kann. Hier mit so einem Klebepad für unten drunter, ne, 3M. Ne, so rum geht's. So klebt man das hin und dann kann man das auf das Armaturenbrett drauf machen und dann hier auch natürlich noch in der Höhe und so einstellen. Und wie eben schon erwähnt, gibt es noch die, wie ich finde, doch etwas angenehmere Lösung wahrscheinlich, da man da nicht großartig rumkleben muss, aber kann jeder selbst entscheiden, die Saugnapfhalterung als hier Lösung. So, mal schauen, kann man einmal ja in der Höhe anpassen und dann auch noch mal, wie es aussieht, hier ausziehen. Jo, ne? Dann könnt ihr euch das so anpassen, dass es dann schön direkt oder am besten nicht direkt, aber so sitzt. Also ich wollte sagen, direkt vor eurer Nase, dann sieht man aber nichts mehr. Aber so, dass man eben eine gute Sicht hat und dann wird das Ganze dann hier hinten irgendwie wohl eingehakt. Ich denke mal so und einmal runter. Zack, genau. Und dann ist das hier, da kann man es sehen, von der Halterung dann gemacht. Ja, fühlt sich erstmal, ist natürlich schon ein bisschen Gewicht, ne? Das ist schon, ich sag mal, ein Gewicht, was durchaus fordernd sein kann für so einen Saugnapf. Aber wir schauen mal, wie gut das Ganze hält. Und auch gut, Thema Diebstahlschutz. Ihr könnt das Display ja hier einfach abmachen, ne? Hier mit der Halterung und dann mit nach drinnen nehmen. Und dann wird hier auch nichts entwendet, was nicht wegkommen soll. Ja, auch eine gute Sache. Ja, ist noch was in der Packung drin. Wir schauen. Ah, doch, ja, ganz da unten. Mein Tisch ist heute ein bisschen zu klein, leider. So, was haben wir da noch? Auch hier ist das noch, sieht aus wie so eine Platte, die man aufkleben kann, um den Saugnapf dann auch aufs Dashboard zu bringen, würde ich sagen. Und unsere kleine Anleitung, da steht es auch wieder, funktioniert mit Apple CarPlay und mit Android Auto. 9 Zoll Bluetooth 5.0. Ja, man kann mit Siri reden, man kann mit Google reden. Das Display dunkelt sich auch automatisch ab oder hält sich auf, hat also wie so ein Smartphone irgendwo hier vorne drin so einen Lichtsensor verbaut, ne, damit man auch im Dunkeln dann nicht geblendet wird, wenn
das sauhell euch ins Gesicht strahlt und umgekehrt bei hoher Lichteinstrahlung trotzdem noch was erkennen kann. Hier wird kurz erklärt, wie das funktioniert. Man kann auch Screen Mirroring machen, immer ein schweres Wort. Das heißt, ihr könnt euer iPhone-Display spiegeln hier drauf. Dann könnt ihr zum Beispiel ja, euren Kids, die können dann YouTube oder sowas da drauf schauen während der Fahrt. Ihr nicht, ne? Nur die anderen, die nicht fahren. Und hier steht es auch wieder, eingebaute Lautsprecher. 4 Ohm, 3 Watt Stereo-Lautsprecher stecken hier drin. Wie doll das Ganze klingt, schauen wir nachher. Und ja, ich würde sagen, ausgepackt ist die ganze Chose. Hier sieht es aus wie Hempels unterm Sofa. Also wechseln wir jetzt doch mal mit unserem ganzen Setup direkt ins Auto. Junge, Junge, schaut euch das mal an. Ein riesen Oschi. Also für mein kleines Auto ist das hier eigentlich schon etwas zu groß geraten. Also ist wirklich groß, 9 Zoll. Aber hier die Halterung, ne, da seht ihr das. Das sieht gut aus, ne? Hält auch wirklich, wenn ich hier mal ein bisschen dran rüttle, fühlt sich wirklich sehr solide und stabil an. Also da habe ich jetzt echt keine Angst, dass hier der Saugnapf sich direkt mal löst oder so. Nö, sieht gut aus, aber wie gesagt, für mein Auto hier schon ein bisschen zu groß. Das ist mein normaler Bildschirm, ich glaube, der ist 7 Zoll. Und das hier sind eben 9 fette Zoll. So, also, dann mache ich mal eben noch diesen hier. So, genau, einmal die Komplettenthüllung und dann seht ihr auch, wie das Ganze hier ausschaut. Wir haben, wie gesagt, einen Touchscreen und können hier verschiedene, also ja, ich könnte wischen, wenn da was wäre auf Seite 2. Dann habe ich hier die Einstellungen, wir gucken uns das mal ganz kurz an. Es spiegelt natürlich jetzt hier wie Hulle. Helligkeit habe ich schon hier auf Maximum gestellt. Ne, hier ist die Autohelligkeit-Funktion, aber ich lasse es einfach direkt mal auf Maximum stehen. Dann haben wir hier die Lautsprecher, können auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Ich habe es eben von Englisch auf Deutsch schon mal umgestellt. Wir können hier nochmal auswählen, was per Kabelverbindung dann verbunden wird, entweder bei Android oder beim iPhone. Haben hier nochmal das Wi-Fi, das wir ein- und ausschalten können, wird jetzt aktuell auf 5 GHz gefunkt. Wir können auch auf 2,4 umschalten, aber 5 ist ja eigentlich, gerade wir sind ja in einem kurzen Bereich, viel, viel besser. Und dann gibt es hier nochmal fürs Auto, also für die Rückfahrkamera quasi noch ein paar Einstellungen, die man hier wählen kann. Da seht ihr das, da fehlt eigentlich nur noch die Kamera und dann hätte man hier schon das Rückfahrbild. So, also gehen wir nochmal zurück auf Home. Denn was ich als erstes tun möchte, ist natürlich hier jetzt mein iPhone koppeln. Hier habe ich das iPhone startklar und dann legen wir mal los. Ich mache hier iPlay und dann steht hier for wireless connection. Gehen wir mal hier aufs iPhone. Und ich gehe in die Einstellungen unter WLAN und muss dann hier entsprechend, glaube ich, das WLAN auswählen. Das W701, schlag mich tot. Beziehungsweise nein, Bluetooth natürlich. Ja, da haben wir das WH701. Dumm, dumm, dumm. Also, machen wir mal, verbinden wir mal. Dann einmal hier auf Koppeln gehen. Dann ja, erlaube ich einfach mal. So, und ja, hier hat sich jetzt direkt schon mal die Uhrzeit angepasst. Also die ist jetzt korrekt. 17.13 Uhr, 17.13 Uhr. Und dann kann ich jetzt noch auswählen, CarPlay verwenden. Ja, da oben, da blinkt irgendwas. Und da hat es funktioniert. Ihr seht, Apple CarPlay ist am Start. Ich kann hier hin und her wischen und habe jetzt die ganzen Funktionen hier. Und das ganz ohne Kabel, jawohl, alles hier über Bluetooth verbunden, das ist wunderbar und dann kann ich natürlich hier alles nutzen, mal in die Kalendereinstellung reingehen. Ah, Günther hat morgen Geburtstag, gute Erinnerung, oder hier mal in die Einstellungen. Also ihr könnt jetzt hier alles nutzen, was man eben mit Apple CarPlay nutzen kann. Und natürlich ist auch hier die Navigation dann nutzbar über eure Apps, ne? Entweder über die Apple Maps Apps oder hier bei mir zum Beispiel im Elektroauto besonders cool, A Better Route Planner kann ich auch nutzen, kann Nachrichten schreiben, kann telefonieren, Podcasts hören, alles was so geht. Finde ich cool, hat echt gut geklappt. Jetzt probieren wir mal nochmal aus, wie flott das Ganze hier funktioniert, ja, wenn es gerade erst frisch verbunden wird. Also ich käme gerade erst ins Auto, dafür schalte ich jetzt mal hier aus. Da ist der Knopf. Ja, wir bekommen hier unseren Startscreen angezeigt. Ich habe das iPhone einfach nur so hier, wie man es jetzt im Auto liegen hätte. Dann sage ich, jo, dann sollte sich das jetzt doch mal gleich hier automatisch verbinden. Man sieht hier oben, ja, da ist aktuell noch nichts verbunden. Und wenn ich jetzt hier drauf, ah, da, ich habe gar nichts gemacht, hat sich automatisch verbunden. Super. Super, ne, richtig, richtig gut. Also das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Jetzt zum Beispiel zur Kinderbespaßung
könnten wir auch nochmal unseren iPhone-Bildschirm hier spiegeln. Das mache ich jetzt mal. Dafür muss man als allererstes mal Bluetooth deaktivieren, denn sonst funkt euch hier Apple CarPlay immer dazwischen. Und dann gehen wir hier in die Einstellungen rein und dann gibt es hier den Punkt, nehmen. Zuerst müsst ihr hier, Gott, ich muss es in der richtigen Reihenfolge erzählen, ihr müsst hier das richtige WLAN verbinden, ne? Das WH701... damit einmal verbinden und dann können wir hier über Bildschirmsynchronisierung gehen, einmal draufklicken und dann sollte das nun einen kleinen Moment dauern. Und wir sollten hier verbunden sein. Da ist es, genau. Und jetzt sehen wir hier unseren iPhone-Bildschirm auch hier auf dem großen Display. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, direkt mal zu hören. Also ihr seht schon, das spiegelt hier wirklich wie Hulle das Display. Das wäre vielleicht matt besser gewesen. Also mir hätte es auf jeden Fall matt besser gefallen. Ich habe hier eine matte Folie bei mir auf dem iPhone drauf. Ne, dann seht ihr, da spiegelt nichts so viel. So, aber das wäre eine gute Möglichkeit, mal hier die Lautsprecher zu testen. Ich starte mal eins meiner Videos. Ich habe das schon mal ausprobiert. Hier. Ja. Das ist mein erster Versuch. Wisst ihr, was ein Nachteil von Ladesäulen ist? Ja, meistens ist da kein Dach drüber, wie bei Tankstellen. Aber es soll ja heute nicht regnen, in der nächsten Stunde, zwei, drei. Aber wenn ich hochschaue, naja, ich hoffe mal, das bleibt so, sonst wird hier mein Kamerasetup doch ordentlich nass werden. Und das extra noch geschaut, bleibt trocken, hieß es, ja. Ja, also, ich mache mal ein bisschen leiser wieder hier am iPhone. Ihr seht auch, der Bildschirm dreht sich dann entsprechend, ne, zack, so. Und zack, also das funktioniert wirklich flott, funktioniert sehr, sehr gut. Die Lautsprecher sind in Ordnung, ne? Sie klingen jetzt nicht so wirklich doll voll, haben jetzt nicht die beste Wiedergabe, aber sie werden auf jeden Fall laut genug, dass die Kids auch noch während der Fahrt was hören können. Von dem Display her selbst, Helligkeit, ja, wenn nicht die Sonne direkt drauf knallt, finde ich, ist die ausreichend. Wäre natürlich toll, wenn es entspiegelt oder matt wäre, denn so... ihr seht es ja hier, man sieht ständig meine Hand und so. Ja, Dauerproblem. Hier unten bei meinem Dacia, das ist ein schönes, mattes Display, da spiegelt nichts. Aber hier eben leider schon. Das würde ich mir anders wünschen. Ich habe mal auf das hellere Erscheinungsbild umgeschaltet, dann sieht man das alles ein bisschen besser. Und wir probieren mal die Lautsprecher aus. Erstmal mit Siri, also haltet eurer Siri jetzt mal die Ohren zu. Hey Siri, Uhrzeit. Es ist 17.24 Uhr. Ja, das hat man ganz gut verstanden. Hören wir mal ganz kurz ein bisschen Musik rein. Was nehme ich denn? Ich habe doch hier irgendwo, genau, dieser. Ja, das soll erstmal reichen. Also, Ersteindruck, laut, ja, mit Sicherheit noch gut zu hören während der Fahrt. Bass, nein. Aber so ganz in Ordnung. Also finde ich so echt schon mal ganz nett, das ganze Paket hier. Vor allem, wie sich das hier untereinander oder wie schnell sich das hier wirklich verbindet, ist eine super Sache. Finde ich wirklich, wirklich gut. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal, ich verbinde nochmal flott mit Apple CarPlay und dann machen wir mal eine kleine Probefahrt. Schauen mal, wie schön das mit dem Navigieren funktioniert und wie gut die Halterung hält, denn es ist ja doch ein ziemlich großes Ding. Und ja, bitte keine Kommentare, ich würde es in Wirklichkeit nie so hier in die Mitte machen. Ich sehe ja fast nichts mehr, ne? Also auf jeden Fall eine eingeschränkte Sicht. Da braucht ihr natürlich eine größere Fläche oder stellt es irgendwo hin, dass das nicht so brutal in eurem Sichtfeld ist. So, aber jetzt geht's los und wir fahren eine Runde. Wir versuchen mal eine Navigation und ich sag mal, hey Siri, zeig mir den schnellsten Weg nach Frankfurt. Ich suche nach der Wegbeschreibung. Ziel, Frankfurt am Main. So, rechne, rechne, rechne. Da haben wir es und wir fahren einfach mal los. Route wird gestartet. Ziel, Frankfurt am Main. Weiter Richtung Süden auf Wiesenstraße, dann links abbiegen auf die L143. Okay, also ich muss sagen, verständlich. Man kann es wirklich, wirklich gut verstehen. So, und dann fahren wir mal ein kleines Stückchen und schauen dann auch mal, wie sich eben hier die Halterung so bewährt. Okay, Straße ist frei, los geht's. Und jetzt hier bei dieser Ansicht. Ne, in 2,2 Kilometer den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt auf die B269 verlassen. Ja, also bei dieser Ansicht hier
ist das echt gut ablesbar. Ne? Dass das ein 9 Zoll Display ist, das macht sich hier, muss ich sagen, sehr, sehr positiv bemerkbar. Ne, wirklich. Ihr seht das ja. Sieht richtig gut aus. Ne? Bis auf das Spiegeln. Das Spiegeln ist nicht so gut. Aber sonst, finde ich, ist das wirklich eine schön gemachte Lösung. So, wir schauen mal ein bisschen, auch wenn es hier uneben wird, ne, wie sich das Ganze so verhält. Ja, gar nicht übel. Also es wackelt wirklich nur kaum, also sehr, sehr wenig. Und vor allem, es darf ja wackeln, aber es macht einen stabilen Eindruck. Das ist natürlich jetzt hier nur mein Ersteindruck. Ne, und da kann ich auch nichts sagen, wie sieht das aus, wenn das Ding mal nach 4, 5, 6, 7, 8 Monaten, ist das immer noch alles so schön stabil und hält so gut. Aber so von meinem Ersteindruck muss ich sagen, echt sehr, sehr schön gemacht hier. Also ich finde, das hier ist, wenn man nachrüsten möchte, keine billige Lösung, kostet knapp 350 Euro, aber eine gute Lösung. Quasi Plug and Play für Android Auto, Apple CarPlay, Screen Mirroring und ja, man kann Musik hören über Bluetooth und ist alles drin, was man so will eigentlich, ne? Was alles so diese modernen Multimedia-Systeme im Auto auch können. Ihr könnt eure Rückfahrkamera, wenn ihr eine habt, noch anschließen. Es ist ein gutes, gutes Paket, muss ich sagen. Ne? Mit so kleinen Dingen, wo ich sagen muss, ja, hier spiegelndes Display gefällt mir nicht ganz so gut beim Umschalten zwischen CarPlay. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt auf die B269 verlassen. Ja, also beim Umschalten zwischen CarPlay und dem Screen Mirroring, dass man da noch mit Bluetooth ein bisschen rumfriemeln muss, damit das irgendwie nicht dazwischen funkt. Ja, das sind so Sachen, die könnten einen Hauch komfortabler sein, haben aber ja solche eingebauten Gerätschaften durchaus auch diese Probleme. Von daher ja, kann ich das jetzt nicht als riesen Negativpunkt sagen, aber es ist ein kleiner, den sollte man kennen, sollte man wissen. Ansonsten kann ich euch das Ding hier echt ans Herz legen. Ne, wer sagt, das ist mir das Geld wert, die 350 Tacken, dass auch mein älteres Fahrzeug in den Genuss dieser ganzen Konnektivitätsgeschichten kommt. Kreisverkehr auf, die B269 verlassen. Dann kann man das absolut machen. 500 Meter rechts abbiegen auf Primstraße. Ja. Es tut mir leid, Siri labert jetzt hier ständig dazwischen, aber dann kann man das echt machen. Ihr könnt das überall einbauen. Baut so euren alten Oldtimer ein und ihr habt hier echt was Modernes drin. Von daher finde ich das Produkt gut und könnte ihm einen Daumen hoch geben, wenn ich nicht hier Auto fahren müsste. Ne? Also denkt euch meinen Daumen hoch. Ich finde es gut. Plug and Play funktioniert. Was will man mehr? Also bleibt mir nur noch zu sagen, der Link zum Produkt ist hier unten in der Videobeschreibung. Oder die Links. Ich schau mal, wo ich es überall finden kann. Ich rechts glaub, abbiegen auf Enzpfuhlstraße. Dann rechts abbiegen auf Moselstraße. Siri, ich will gar nicht nach Frankfurt. Hey Siri, Navigation beenden. Alles klar. Erledigt. So, jetzt ist hier Ruhe. Also die Links findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Siri nervt mich jetzt nicht länger. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Mi Applecat. Macht es gut!